DVB-T gehört natürlich zu den drei Möglichkeiten, digitales Fernsehen zu empfangen. Meine Frage jetzt an Sie, wenn ich mir digitales Satellitenfernsehen, digitales Kabelfernsehen und DVB-T so ein bisschen gegenüberstelle, wo würden Sie DVB-T da einordnen? Man muss ganz klar sagen, dass DVB-T natürlich ein bisschen anders ist als DVB-S und DVB-C, also als digitaler Satellitenempfang und Kabelempfang. Denn ich habe die Möglichkeit, bei DVB-T kann ich, ist ja überall Fernsehen. Das heißt, ich kann mein DVB-T-Gerät, wenn ich ein mobiles Gerät habe, eben auch mitnehmen. Oder denkbar ist es für mein zweit- oder drittgerät, wo ich eben nicht mehr eine großartige Verkabelung legen möchte. Also wäre es eine perfekte Ergänzung zu einer bestehenden digitalen Kabelanlage oder Satellitenanlage, DVB-T mit hinzuzunehmen. Mhm. Das ist ja das digitale Überall-Fernsehen. Genau. Und man kann sogar, ich denke mal, so weit gehen, dass man sich so ein HD Vision dann mit auf den Balkon, mit auf die Terrasse nimmt für die dementsprechenden Sommerabende und kann da dann auch Fernsehen empfangen. Ja. Ich habe dann zwar nicht ganz so viel Programmauswahl wie bei Kabeldigital oder beim digitalen Satellitenfernsehen, aber es ist halt wirklich für mich auch eine ganz tolle Ergänzung, um vielleicht dann auch der Tochter im Kinderzimmer noch Fernsehen zu ermöglichen, ohne jetzt halt da gleich auch noch groß aufzurüsten. Mhm. Also DVB-T wirklich eine tolle Ergänzung zum bestehenden Digitalsat oder digitalen Kabelanschluss und vor allen Dingen mit dem kleinen Highlight, dass wir auch außerhalb des Hauses damit Fernsehen empfangen können.